Hallo VfL Wolfsburg-Fans, willkommen im Kanal, hier könnt ihr über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden bleiben, also lasst ein Like da und abonniert den Kanal, um die nächsten VfL Wolfsburg-News nicht zu verpassen. Dass am letzten Spieltag alles möglich ist, zeigte das Saisonfinale der Männer-Bundesliga am Samstag, doch am Sonntag ging die Flyer-Alarm Frauen-Bundesliga zu Ende. Die Frauen des VfL Wolfsburg besiegten den SC Freiburg vor 4.469 Zuschauern im Aucher-Stadion mit 2:1 und stellten damit eine Neuauflage des DFB-Pokalfinales dar, wobei Eva Pajor und Dominique Janssen für die Wölfinnen die Tore schossen. Den Grün-Weißen reichte es jedoch nicht, ihren Meistertitel zu verteidigen, denn Bayern München besiegte gleichzeitig den ersten FFC Turbine Potsdam mit 11:1 und krönte sich zum Meister. Aufgrund der drei Niederlagen des VfL in der Rückrunde konnte der Tabellenführer letztlich nicht mehr eingeholt werden. Allerdings hat die Mannschaft von Tommy Stroth in dieser Saison noch die Chance, weitere Silbermedaillen zu gewinnen, wenn sie am Samstag, den 3. Juni, Anstoß 16 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit, im Finale der UEFA Women's Champions League in Eindhoven auf Barcelona treffen. Klicken Sie bereits jetzt auf den Like-Button, damit YouTube die VfL Wolfsburg News immer weiter empfiehlt. Tommy Stroth, Glückwunsch an Bayern München, die in diesem Wettbewerb die konstanteste Mannschaft waren. Obwohl wir den Meistertitel nicht gewonnen haben, hatten wir dennoch eine gute Saison. Wir haben den DFB-Pokal gewonnen und haben weiterhin die Chance, die UEFA Women's Champions League zu gewinnen. Fans des VfL Wolfsburg, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich melde mich jederzeit mit weiteren Neuigkeiten vom VfL Wolfsburg zurück.